Servus, liebes Team Erdinger Alkoholfrei. Ich begrüße euch zu einem neuen Home-Workout. Diesmal ein kurzes und knackiges, intensives Workout zum Mitmachen. Die Belastungszeit ist 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Entlastung und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, wir fangen an mit einer Schultererwärmung bzw. direkt der ersten Übung. Nicht vergessen, Garmin starten drücken. Und dann geht's los in die Liegestützposition. Runtergehen, normale Liegestütz, die Nase berührt fast den Boden. Hochdrücken, stabil halten, die Schulter antippen. Rechts, links. Hierbei ist es wichtig, dass ihr wirklich im Becken stabil seid. Nicht mit dem Gesäß hochkommt oder durchhängt. Also runterdrücken, hochdrücken, stabil bleiben. Das Gewicht verteilen auf die Hand, die sozusagen dann stützt. Einmal antippen, andere Seite antippen, wieder runter. Genau. Und das könnt ihr dann in der Geschwindigkeit eben auch etwas variieren. Aber wichtig ist, Übung sauber ausführen. 40 Sekunden sind rum. Kurze Pause. Nächste Übung sind die Burpees. Da wird euer Herzfrequenz richtig schön steigen. Ihr geht wieder in die Standardposition, in die Ausgangsposition ist Liegestütz. Ihr zieht die Beine ran, hüpfen, aufstehen und kurz springen. Beim Runtergehen wieder zurückspringen, Liegestütz, Füße anziehen, hochspringen. Und das Ganze dann dynamisch für 40 Sekunden. Ja. Da werdet ihr merken, es geht gut rein. Die absolute CrossFit-Standardübung. Und da komme ich auch schon ganz schön ins Pusten. Hoppa. 40 Sekunden rum. Nächste Übung, Rückenlage, Bauchaufzüge. Der Klassiker, 90 Grad in der Hüfte. 90 Grad im Knie, 90 Grad im Fußgelenk. Es geht los. Schöne, gerade Bauchaufzüge. Ich bin ganz schön am Pusten. Diese Burpees sind echt anstrengend, Alter. Vater. Ja. Schön mit der Nase zum Knie einrollen. Stabil im Becken bleiben, ja. Also nicht irgendwie reißen, sondern stabile, standard, gerade Bauchaufzüge. Ist für alle drei Disziplinen wichtig, ist eine absolute Standardübung, aber braucht ihr sowohl fürs Schwimmen als auch fürs Laufen und fürs Radfahren. Also unbedingt wichtig. 40 Sekunden sind rum, dann kommt der klassische Unterarmstütz. Wieder auch sehr wichtig fürs Radfahren, Schulterstabilität, auch eine absolute Klassikübung. Unterarmstütz. Einzige Variation jetzt ist, dass wir mit den Füßen abheben. Ja? Also vorne stabil sein, Bauch anspannen, Becken in einer neutralen Position, nicht nach oben, nicht nach unten durchhängen und dann hier hinten klassisch das Marschieren anfangen. Da könnt ihr auch mit der Frequenz etwas variieren und das eben schön stabil halten oder den Fuß halten und nach hoch. Wichtig ist wirklich, dass das Becken stabil bleibt. So, nächste Übung kommt unser allseits beliebter Erdinger Kasten zum Tragen. Die Dips, ja, also aufrecht hinstellen. Mit den Händen auf den Bierkasten, Fußspitzen angezogen, Knie sind weich gebeugt. Ihr geht mit dem Gesäß möglichst nah an den Bierkasten ran und dann nach unten, bis das Gesäß fast den Boden berührt und dann drückt ihr euch raus. Hier auch wichtig, dass das Brustbein rausgestreckt ist, stolz, gerade, ja, runter und hoch. Wirklich versuchen, auch hier nicht nach vorne dann abzuhauen, sondern wirklich hier gerade bleiben,
Und genau, 40 Sekunden sind dann schon wieder rum. Als nächstes brauchen wir wieder den Bierkasten. Diesmal für die Ausfallschritte. Ihr geht mit dem Fuß, mit der Fußspitze hinten drauf. Müsst aufpassen, dass das einigermaßen stabil ist natürlich. Und die Übung wäre dann Hände aufs Becken und dann wirklich gerade runtergehen, so weit wie möglich und hochdrücken. Hier ist es super wichtig, dass ihr auch in der Achse bleibt und dass vor allem das Knie nicht über die Fußspitze rausschiebt. Stabil bleiben, runtergehen, Knie nicht über die Fußspitze raus, dann wirklich hier schön gerade runter, gerade wieder hoch. Brust raus, Becken aufrecht, Bauchspannung, ja, hoch, runter für 40 Sekunden, genau. Dann Seitenwechsel, beide Seiten durcharbeiten, ungefähr merken, wo der Fuß stand. Der stand hier bei mir circa auf Höhe von dem G von Erdinger, vom Erdinger Handtuch, wieder hinten stabil. Und dann geht's los. Ihr seht, auch ich weiche so ein bisschen aus. Wirklich versuchen, stabil zu halten. Hier runter und hochdrücken. Ja, also es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr hier so wenig wie möglich Ausweichbewegung habt und könnt dann da auch mit dem Tempo etwas variieren. Aber wichtig ist immer Stabilität vor Tempo. Es ist ganz wichtig, dass da erstmal die saubere Ausführung steht, immer vorm Tempo. 40 Sekunden sind wieder rum. Dann kommt eine der härtesten, die ich finde, Bauchübungen in Rückenlage. Ausgangsposition ist wieder die 90 Grad Hüftposition, 90 Grad Knieposition, Fußspitzen angezogen und dann dreht ihr euch ein. Ja? Also mit dem unteren Bauchmuskel des Gesichts zur Seite und beim Hochkommen, dieses seitliche Drehen, kommt dann aus den geraden Bauchmuskeln. Und dann dreht ihr euch einmal nach rechts, 360 Grad, ja, durch dieses Vor- und Zurückrutschen. Und dann genau das gleiche in die andere Richtung. Einmal rechts rum, einmal links rum. Das geht gut rein. Und jetzt sofort. Okay. So. Als nächstes wieder eine Liegestützübung. Und zwar in die Liegestützposition. Dann runtergehen. Einfach ablegen. Hände und Füße einmal kurz hoch und wieder hoch. Ja? Und das eben auch für 40 Sekunden. Beim Hochdrücken ausatmen. Beim Runtergehen einatmen. Und auch wieder die Stabilität im Rumpf, im Becken ist da, ist A und O. Okay. Als nächstes kommt der sogenannte Mountain Climber. Das ist auch wieder eine Stützübung. Also vorne stabil und dann ist im Prinzip die Übung, dass ihr den Fuß unter die Schulter zieht oder das Knie unter die Schulter vielmehr. Und das eben dynamisch hier vorne stützen. Achten darauf, dass das Becken nicht nach oben oder nicht nach unten geht. Also Becken stabil und dann fangt ihr hier das Marschieren an und da kann man natürlich dann auch eine Geschwindigkeitsvariation machen. Darauf achten, dass das Bein nach hinten gestreckt wird. Voll. Atmen nicht vergessen. Für 40 Sekunden. Also ich komme schon in Schwitzen. Gut.
Als nächstes, und das ist dann auch schon die letzte Übung in dem Satz, wieder unseren allseits geliebten Erdinger-Kasten. Bisschen Polsterung für den Knöchel. Dann Knöchel im Seitstütz den Fuß drauflegen. Stabiler Seitstütz hier. Dann wirklich wieder darauf achten, stabil im Becken, stabil in der Schulter, nicht nach vorne drehen, nicht nach unten drehen. Und dann hier so leichte Dips einbauen. Ja. Stabil bleiben. Und ihr merkt dann, dass die Unterseite richtig arbeiten muss, stabil sein muss. 40 Sekunden und dann kurz 20 Sekunden zum Durchschnaufen. Einmal rumdrehen. Und dann geht's. Genau. Hier wieder stabil. Da werdet ihr euch merken, welche eure starke oder eure schwache Seite ist. Hier jetzt rechts bei mir ist eher die etwas instabilere Seite, da muss ich mich wirklich konzentrieren, dass ich genug Schulterstabilität aufbaue, damit das Beckenrumpfkonstrukt, sage ich jetzt einfach mal, nirgendwo hin abschmiert. Ja, mal hier stabil nach oben, Geschwindigkeit auch erst hochfahren, wenn ihr wirklich stabil seid. Genau. Und dann das Ganze von vorne. Also, nochmal im schnell, nein, nicht im schnell, sondern im Durchlauf. So. Alright. Erste Übung. Liegestütz aus der Stabilität. Runter, hoch. Wirklich sehr wichtig, dass ihr da stabil bleibt. So leicht es nach rechts und links ist, absolut in Ordnung, aber kein übertriebenes Ausweichen bitte. Burpees war die nächste Übung. Ich muss mal meine Socken ausziehen. Das wird nämlich langsam warm. Also. Wieder. Runterziehen, hochspringen, runtergehen, zurückspringen, Liegestütz, hoch. Etwas rutschig auf der Matte. Die Liegestütze war jetzt schlecht, weil das Becken oben war. 40 Sekunden sind rum zum Glück. So. Als nächstes kamen die Bauchaufzüge. In Rückenlage. Ist dann im Vergleich zu den Burpees eigentlich fast schon eine Wellnessübung. Hände an die Ohren. Einrollen. Beckenstabilität. Atmen. Und gut. Als nächstes kam dann der Unterarmstütz.
wirklich hier wieder stabil sein, stabile Ausgangsposition finden. Ja, Ellbogen schulterbreit, nicht nach hinten, nicht nach vorne, wirklich zentral hier. Und dann geht's hier los mit dem Marschieren. Ihr könnt auch als Variation, kann ich euch noch anbieten, hier seitlich zu ziehen. Und da auch wieder wie beim Marschieren, genau das gleiche wieder, stabil im Becken, nirgendwo hin ausweichen, wirklich Bauch anspannen, stabil bleiben. Und da einfach so ein bisschen Variation reinbringen. Okay, als nächstes Dips. Wieder am Bierkasten. Könnt ihr auch mal mitzählen, wie viel ihr so in 40 Sekunden schafft und ob ihr euch über die Zeit des Lockdowns verbessert. Ich merke nämlich schon deutlich, dass das ganze Rumpftraining, das wir jetzt, ich will ja auch nicht im Lockdown gemacht haben, dass uns das schon echt deutlich stabiler hat werden lassen. Und ich glaube, dass wir da mal, was die Rumpfstabilität angeht, tatsächlich alle ziemlich gestärkt rausgehen werden. Vor allem bei dem ganzen Angebot, was jetzt von Erdinger entstanden ist. Das ist, glaube ich, schon sehr gut für uns alle. Ausfallschritt. Also die nächste Übung. So. Also ich komme ins Schwitzen. Ich hoffe, ihr auch. So. Und runter. Es gibt auch einen schönen Zug hier vorne, wenn ihr runter geht. Stabilität vor Geschwindigkeit. So wie generell immer im Training. Erstmal Qualität vor Quantität. Bauch anspannen. Und dann hoch. Wer da Probleme hat mit der Balance, ist ja auch schon ein bisschen kibbelig, da kann ich den Tipp geben, dass ihr euch einen visuellen Punkt fixiert. Ich habe da jetzt so einen gelben Aufkleber auf einem Karton liegen, im Regal, den fixiere ich an. Und mir fällt es immer deutlich leichter, wenn ich einen Punkt fixieren kann. Da bin ich stabiler und weiche weniger aus. Vorführeffekt natürlich jetzt hier ziemlich am Wackeln. Okay. Beide Seiten, 40 Sekunden. Und da werdet ihr auch ein bisschen Seitenunterschiede merken. Genau. Als nächste Übung kam der Käfer. Ausgangsposition. Fußgelenke. Zur Nasenspitze, 90-90, Hände in den Nacken, eben nicht in den Nacken, sondern in die Ohren. Und dann geht's rum. Einmal rechts rum, einmal links rum. Ganz gut rein. Right. Dann die Liegestütz mit Händen ablegen. Also in die Liegestützposition. Runtergehen. Hände abheben, Füße abheben und hoch. Dann hochdrücken, ausatmen.
Da vielleicht auch nochmal ein Fehler, der häufig auftritt. Wenn ihr euch hochdrückt, dann nicht wie so eine Schlange hochdrücken, sondern wirklich gleichzeitig Becken und Brust abheben. Dafür müsst ihr Bauchspannung aufbauen. Ja, also wenn ihr merkt, dass ihr so im Hohlkreuz euch wegdrückt, Bauchmuskeln anspannen, dann geht das Becken gleichzeitig mit hoch. Alright, als nächstes kamen die Mountain Climber heißen die, glaube ich, diese Übung. Hier wieder stabile Ausgangsposition. Und dann durchatmen und dann Abschlussübung wieder der Seitstütz. Ausgangsposition. Je weiter runter ihr mit dem Becken geht, desto intensiver. Aber wirklich wichtig ist, dass ihr hier oben maximal ausstreckt. Wuppa. Genau. Hui! Letzte Übung. Bisschen stabil. Schulter ist über dem Ellbogen. Hochdrücken. Auch hier würde ich empfehlen, einfach einen Punkt zu fixieren, um etwas stabiler zu sein. Und ganz wichtig, das Atmen nicht vergessen. Okay. Das sind dann so 20, 22 Minuten. Wirklich kurz, knackig. Ich finde super intensiv. Also mir läuft so ein bisschen der Schweiß. Genau. Ich hoffe, ihr gebt fleißig Gas. Bleibt weiter gesund. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß bei dem Workout. Wir sehen uns hoffentlich bald. Euer Patrick.